aufzusuchen, packte mich die Paranoia an Zustände. Ich kam mit meinem Leben nicht mehr klar. An jeder Ecke sah ich auf einmal Polizei getarnt als Zivilist. Ich fragte mich, kommen Sie nochmal vorbei? Ich ging zur Therapie, denn Aggression und Wahnvorstellung prägten seitdem meinen Alltag und ich suchte nach dem Grund. Ein paar Monate vergangen und die Ängste nahmen ab. Doch ein Tag vor der Gerichtsverhandlung waren sie wieder da. SEK und wieder ging das Spiel von vorne los. Meine Psyche durchgefegt, drehe 10-mal an dem Schloss. Gehe los und weiß nicht, ob ich abgeschlossen hab. Und der Wahn wird immer schlimmer, führe jetzt Telefonat. Wenn ich abschließe, hört Schwarz zur Kontrolle mit. Wenn ich auf der Straße laufe, denk ich, sie verfolgen mich. Und beim Telefonieren sitzt sie bestimmt in der Leitung. Ich hab die Scheiße so satt, wann endet meine Verfolgung? Verfolgungswahn. Sie kleben an uns wie Kletten, wir sind zwar auf freiem Fuß, doch wir spielen förmlich die Ketten. Verfolgungswahn. Der Staat blickt auf uns herab, wir stehen auf seiner Liste und werden ab jetzt gejagt. Verfolgungswahn. Sie kleben an uns wie Kletten, wir sind zwar auf freiem Fuß, doch wir spielen förmlich die Ketten. Verfolgungswahn. Der Staat blickt auf uns herab, wir stehen auf seiner Liste und werden ab jetzt gejagt. Monatelang observiert, abgehört und ausgehorcht. Alles in Akten notiert, jeder Schritt, jedes Wort. Ermittlungen laufen und brechen nicht ab. Wir werden vor Gericht gezerrt und sie drohen uns mit Knast. Jedes Mal ein neuer Brief, mit dem die Vorladung. Und schon wieder eine Anzeige, schon wieder das nächste Album, was auf der Liste landet und damit beschlagnahmt ist. Die Alben, die vom Markt verschwinden, sie häufen sich. Und jedes Mal, wenn's an der Tür klingelt, die Ungewissheit, ob es das SEK ist. Paranoia, wenn man's nicht weiß, und jedes Telefonat wird immer noch abgehört. Man achtet auf jeden Schritt, wenn ein der Staat observiert. Und ich frage mich nur, wie lange all das noch dauert. Ich hab keinen Nerv mehr dafür, weil ihr nur immer mehr drauf packt. Wir werden behandelt, als wären wir gesuchte Terroristen. Kümmert euch um Wichtigeres, anstatt über uns zu richten. Verfolgungswahn. Sie kleben an uns wie Kletten, wir sind zwar auf freiem Fuß, doch wir spielen förmlich die Ketten. Verfolgungswahn. Der Staat blickt auf uns herab, wir stehen auf seiner Liste und werden ab jetzt gejagt. Verfolgungswahn. Sie kleben an uns wie Kletten, wir sind zwar auf freiem Fuß, doch wir spielen förmlich die Ketten. Verfolgungswahn. Der Staat blickt auf uns herab, wir stehen auf seiner Liste und werden ab jetzt gejagt.